So, jetzt geht's los. Bin schon ein bisschen spät dran. Ich fahr zu meinem Kumpel Tino, um hier mein neues Auto, den Dacia Docker Hochdachkombi, zum Mikrocamper auszubauen. Naja, heute wird Holz gekauft. Ich nehme euch mal mit im Baumarkt und vielleicht schon die ersten Baumaßnahmen, boah, ist es hell, zu dokumentieren. Also bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt hier bei meinem Kumpel, beim Tino angekommen. Der wohnt auf dem Land, hat einen richtigen Hof und ist auch noch gelernter Schreiner. Und das ist natürlich jetzt der Jackpot für mich, weil sonst würde das mit diesem Ausbau eh nie was werden. Und hier haben wir noch eine Katze, wie sich's für den Bauernhof gehört. Na, schauen wir mal runter, ob er schon Kaffee gemacht hat. So, es geht los. Ich habe jetzt mal die kleine Actioncam dabei. Die kann ich nämlich auch noch mit in den Baumarkt nehmen. Und so sieht es jetzt erstmal hier drin aus. Fast werksneu. Hier kommt dann eine Bodenplatte rein. Hier eine Art kleine Sitzbox. Hier ist eine Art kleines Sideboard. Ja, genau. Und das erste, was wir jetzt machen werden, ist diese Haken. Also hier sind so Zurhaken. Und da werde ich jetzt mal einen rausschrauben. Und diese Schraube. Scheiße, passt nicht. So, das ist der Meister, der das alles koordinieren darf. Ja, Torx und kein Imbus. Ist es für mich nicht das gleiche? Nee. Okay, Torx ist nicht gleich Imbus, aber sieht ähnlich aus. Ja, genau. Jetzt machen wir mal die Schraube raus und dann geht's zum Baumarkt. Okay, dann dokumentieren wir das jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob das mit der Kamera funktioniert, aber wird schon. Also wir haben jetzt hier praktisch diese, wie nennt man das denn, Haken, Zurhaken. Den haben wir jetzt hier rausgeschraubt. Ich fülle mal hin. Krass, da kommt man ja aus dem Auto raus. Alter, da ist man ja in der Freiheit. Ja, das geht ins Freie. Naja, auf jeden Fall ist der Plan, die Bodenplatte, die wir jetzt gleich kaufen werden, dann natürlich über diese Schrauben oder längere in die Karosserie zu schrauben. Na cool, jetzt machen wir mal zu. Ja, diese Höhe wollten wir noch mal kurz testen, aber das machen wir dann. Okay, Holzzuschnitt. Hier sind wir richtig. Boah, ich muss aufpassen, ich kann nicht gescheit fahren und filmen gleichzeitig. Ah, hier riecht schon gut. Und dann hat er geschaut und dann hat er gesagt, ach, da steht's ja. Also vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was für Platten haben wir uns jetzt, lassen wir uns jetzt zuschneiden. Drei Schichtplatten. Fichte. Und warum? Fichte? So jemand, der sich gar nicht auskennt. Ist einfach das günstigste Bauholz. Und leicht? Und stabil? Oder? Das ist ein Kompromiss von allem. Okay. Also ja, 1,9 mm ist jetzt die Plattenstärke und die ziehen wir für alles durch. Boden, genau. Wände, alles. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt noch, wie nennt man das hier? Ja, so Vierkantlatten, Dachlatten, um die Kisten. Genau, die ganze Verschraubung. Also ich, Depp, wenn ich sowas durchgebaut hätte, ich hätte halt dann so Eisenwinkel mir 10.000 Stück gekauft, um das zu verschrauben. Aber natürlich ist es viel besser, das auch aus Holz zu machen. Das ist doch eh schon mal genau die richtige, oder? 2x2, oder was ist das? Da sind irgendwie viele Äste drin, gut, das kann man irgendwie rausschneiden. Aber okay, das heißt, wir reißen jetzt mal eine Packung auf. Und das ist dann der Meter, oder das, na okay, das Stück sind dann 8 Euro. Okay. Das Problem ist, die muss man wahrscheinlich irgendwie zerlegen lassen, weil die kriegen nicht ins Auto. Also die müssen wir uns von ihm hinten halbieren lassen wahrscheinlich. Nee, die lassen wir rausstehen irgendwo. Echt? Ich hab einen Expander vielleicht. Noch rausstehen. Bist du sicher? Ich habe keine rote Fahne und nichts, Alter. Jetzt muss ich noch Schwertransporte machen. Okay, er fängt schon an zu sägen. Wie lang ist denn der einer? 3 Meter, gell? Mhm. Ich meine, jetzt mal blöd gesagt, wir brauchen auch keine Latte, die länger ist wie 1,5. Das kostet 4 Euro. Aber das ist eine andere, oder? Schau mal, nur mal ganz kurz, weil hier steht das Stück 8 Euro, 30. Fichte Tanne 34 auf 34. Okay, und das ist 45 auf 45, ich verstehe, die brauchen wir nicht. Ja, reichen wir dann einen so ein Parkgeil oder was? Du brauchst ja nicht mal, darum geht's ja nicht. Mal. Wir haben jetzt auch die zwei alles gerissen. Also wir lassen mal kurz hier ein bisschen beim Schnitt schauen. Wir haben schon mal Schrauben, Edelstahlschrauben. Andere Seite, hoffentlich. Warte, hier, der nächste rechts war irgendwie sowas für so Türbeschläge. Genau, wir schauen nämlich jetzt noch nach schicken Scharnieren.
Zwei für jede, also nur zwei Schrauben. Machen wir vielleicht wirklich drei. Ja, drei für jede drei Box. Super geil. Und dann, wenn du die... Ja, ich werde dann auch gucken, dass ich das alles aufliste, damit du das auch in die Videobeschreibung alles reinpacken, was ich für Zuschnitte habe, weil mich kotzt es immer an, dass die anderen ihre Maße nicht hergeben, weil die immer denken so, oh, Patent, aber ihr könnt natürlich das hier dann einfach nachbauen. Wahrscheinlich, obwohl, wenn ich es machen würde, würde es nicht funktionieren, aber der Tino hat ja Ahnung. So. Jetzt lege ich das ja mal da rein. Und jetzt wird hier vollgeladen, weil wir nämlich jetzt hier krasses Equipment gekauft haben. Nee, Material, so nennt sich das, gell? Alter, 3 Meter Latten, können wir so fahren, ist das verkehrstauglich? Ja, ist ja perfekt, kriegen wir das andere Zeug auch noch rein. Ja, bist du mal jetzt hier drunter. Okay, 300 Euro. Ausbau. Yeah! Naja. Also wenn dies nicht schön ist, sieht ja aus wie im Bilderbuch oder auf der Postkarte. Jetzt wird das Ganze schon ein bisschen vorstellbarer, was wir hier so vorhaben. Alter! 2 Meter Stapper, so kann ich. Mit meinem krassen Metermaß gezählt? Mal dazu setzen. Genau, also die hat jetzt 1,13 in der Breite. Genau, das wird dann auch die Liegeflächenbreite. Und insgesamt wird es dann mit dem Aufbau eine Schlaffläche von 1,95 Länge auf 1,13 Breite. Und ich denke mal, das reicht auch für 2 Personen. Das ist ja auch Camping, ne? Jetzt muss ich das hier anzeichnen, denn wir haben uns Folgendes überlegt. Erst habe ich mir gedacht, weil das auch der René Kreha, der hat nämlich auch das gleiche Auto wie ich, der hat einen krassen YouTube-Channel, wo es über seinen Ausbau geht. Der hat eigentlich geraten, das überlappen zu lassen, weil es ihn wohl stört, dass dann, wenn man das bündig an das Plastik macht, direkt reinfällt. Aber irgendwie ist die Platte so dick, dass ich die doch reinsetzen will. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach hier von dem Boden dieses den Teppich oder diese Auflage, die genau nämlich geschnitten ist in dieser geschwungenen Form. Obwohl, das ist der Bleistift kaputt und das werden wir dann auf jeden Fall entsprechend dann auch reinbekommen. Nicht schlecht. Die wichtigste Regel, wenn man an einem Werkzeug arbeitet, an einer Maschine, immer Stecker rausziehen. Genau. Was, wenn man nicht damit arbeitet? Wenn du irgendwas, was ich das Sägeblatt wechselst oder irgendwas machst. Dann ja, okay, aber wenn du was dazugelernt, besser gewesen, die Rückseite anzuzeichnen natürlich. Sägeblatt überhaupt schneiden. So fakey oder switch machst du das? Ja, hier, genau, ja? Genau. So. We'll be right back.
So, es wird schon langsam finster, aber ich würde sagen, die Platte haben wir echt gut hinbekommen. Also nicht ich, sondern der Tino. Gefällt mir auch wirklich besser, macht es irgendwie dynamischer hier mit so einer geschwungenen Platte. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen Stellprobe gemacht hier für die Boxen. Ja, genau, eine Kante wird jetzt noch schön geschliffen. Vier Löcher reingebohrt, die dann unten mit der Karosserie verschraubt werden und alles, was wir dann bauen, wird auf die Platte gemacht. Cool. Kalt ist es. Okay, wir testen jetzt gerade was. Hier der Tino, mein Fachmann des Vertrauens, sagt, wir sollen das Ganze einfach damit Wachs behandeln, das Holz. Was ich auch ganz cool finde. Und das heißt, es wird dann einfach ein bisschen dunkler dadurch. Ja gut, aber die Maserung kommt auch ein bisschen stärker. Genau, das, genau. Aber wie gesagt, wenn man das reicht dann als Behandlung, damit es zieht jetzt ein und merkt schon, fest wird. Krass. Voll die krasse Oberfläche dann. Fühlt sich gleich total samtig und eben halt die Poren sind, das Wachs legt sich auf die Poren, es ist mehr oder weniger versiegelt. Jetzt natürlich nicht auf Dauerbelastung, aber... Ja, ich meine, gut, es ist ja auch nicht draußen, es ist ja eigentlich drinnen. Aber denn, man muss ja auch mal ehrlich sein, ich könnte das gar nicht machen, weil ich habe keine Werkstatt, ich habe keine Garage, ich habe nur einen Keller und ich habe eigentlich nur einen Schraubenzieher und ein Multitool. Damit wäre ich jetzt nicht weit gekommen. Oh, da friert er draußen, der Dacho. Ah genau, und hier wird dann gebastelt!